Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir sind schon in Part 32 und ich frage mich, wie lange das hier noch geht. Weil ich habe schon so vor einiger Zeit gedacht, ja, das Spiel ist bestimmt bald vorbei und so weiter, aber man kann immer wieder was Neues dazu, richtig viele Missionen, richtig viel zu machen, neue Sidequests und so weiter. Und ich frage mich so langsam, wo das Ganze enden wird. Aber dafür müsste ich mir vielleicht mal wirklich die Parts von anderen YouTubern anschauen, wie lange die so gebraucht haben oder wie viele Parts sie so gebraucht haben. Ich denke, da kann man dann echt gut sehen, wie lange man noch ungefähr brauchen wird. Aber ich denke jetzt einfach mal, das wird nicht mehr als... Ich wollte erst 50 Parts sagen, aber nicht mehr als 60 Parts brauchen. Und wenn doch, dann impressive. Weil ich habe online ein paar Mal gelesen, ja, also als ich andere Sachen nachschauen wollte eigentlich, habe ich ein paar Mal gelesen, ja, ist ganz nett das Game, aber... ist halt auch nur irgendwie so ein Schnetzel-Spaß für zwischendurch. Ist halt irgendwie so Hack and Slash, weißt du? Und sonst nicht wirklich viel, aber doch, so langsam sieht das echt nach viel aus. Vor allem, wenn man sich die Story anschaut, da wurde sich schon Mühe gegeben. Das Ganze vernünftig... Ach ja, komm ey. Wirf halt die Bomben vernünftig. Da wurde sich echt Mühe gegeben, das ganz vernünftig zu erzählen. Ich meine, ja, das Spiel hat seine Schwächen, wie ich schon mal gesagt habe. Aber neben diesen eben schon von mir genannten Schwächen gibt es halt auch sehr viele Stärken, die das Game hat. Zum Beispiel eben, dass es so viele Nebenquests gibt. Dass es so viel zu tun gibt, dass es so viele... neben Missionen gibt. So viele Trainingseinheiten. Und dass das Spiel eben auch eine vernünftige Synchro hat. Ich meine, selbst in den Missionen haben die Charaktere ja so kleine Voice Lines. Da könnte man zwar jetzt sagen, ja, aber da hätte man auch die ganzen Sätze vorlesen lassen können. Das wäre dann viel geiler gewesen. Ja, das wäre zwar aufwendiger gewesen, hätte zwar professioneller gewirkt, aber man muss es auch mal so sehen, dass man auch nicht unbedingt vom Spielgeschehen abgelenkt werden will, sondern einfach nur ein bisschen zocken möchte. Und wenn man da dann die ganze Zeit zugelabert wird von Charakteren, ungünstig, im Mindestmaß. Da finde ich es dann schon besser, dass die da so kleine Satzfetzen haben, die mal da reinwerfen und dass man sich den Rest dann einfach da durchlesen kann unten am Bildschirmrand. Anstatt, dass sie dann da auf einmal anfangen zu labern. Während man am besten gerade noch am Kommentieren ist und muss man als Let's Player schön das Maul halten. Ich meine, das ist ja während den Cutscenes schon sehr unangenehm, wenn man dann die ganze Zeit schweigen muss, wenn man dann nicht wirklich kommentieren muss, wenn man dann nicht wirklich auf die Dinge reagieren kann, die dort gerade passieren. Obwohl man es eigentlich gerne wollen würde. Nein, ich hätte gerne einen anderen. Sorry, da muss ich mich jetzt mal kurz konzentrieren. Link, mach. Alles klar. Ja, da ist es halt sehr unangenehm, alleine da ist es schon sehr unangenehm, wenn man dann die Fresse halten muss und dann nicht kommentieren darf.
Das fühlt sich dann einfach immer so ein bisschen an wie so ein, keine Ahnung, irgendwie wie so ein Reaction-Video, wie wenn man sich einfach nur einen Film anschauen würde oder so einen Kurzfilm anschauen würde und nicht wirklich gerade am Let's Playen ist. Oder, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, oder wenn es halt so ist, dass man gerade zu etwas seinen Senf dazugeben will und dann fängt eine Cutscene an und dann muss man wieder ruhig sein. Also finde ich es schon besser, dass man sich dann dafür dazu entschieden hat, da einfach nur diese Satzfetzen einzubauen. So, und jetzt muss ich mal schauen. Habe ich Heil-Items? Ja! Und zwar gar nicht mal so wenige. Aua. Aber nützt auch nichts, wenn ich das direkt wieder... Ach komm, ey. Direkt wieder verbrate. Hä, was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt ein... Das ist ein Eis. Ah, okay, da sah gerade wie ein Feuerpyromorgos aus. Warum hatte... Okay, okay, okay. Der war vielleicht ein bisschen angebrannt. Aber warum konnte ich dann die Balken nicht wegmachen? So wie jetzt. Warum ging das dann gerade nicht? Ich weiß es nicht. Die Mission geht auch schon richtig lang, ne? Und die ist gar nicht mal so leicht. Vor allem, wenn hier die ganzen Effekte gespammt werden können. Oh, das war krank. Scheiße. Ja, komm, lass mich halt mal angreifen. Vor allem nicht, wenn hier die ganze Zeit die Effekte gespammt werden können. Man dann von einem Effekt zum nächsten gekegelt wird. Ich weiß gar nicht, trifft das jetzt überhaupt irgendeinen? Okay, es trifft den Eis. Und er ist in Stasis und kann jetzt schön bearbeitet werden. Und ist sogar auch down. Oh, neben dem Fass sollte ich nicht stehen. Ich glaube, den friere ich mal ein. Und genau dasselbe mache ich mit ihm. Aber ich glaube, ihn dürfte ich down kriegen. Ach, so eine Scheiße. Nein. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ja, okay, ich habe den anderen noch getroffen. Das ist nice. Und den letzten kann ich jetzt einfach mit Effekten zuböllern. Stopp. Du hast jetzt erstmal Sendepause. Nein, hör auf. Ich will jetzt nicht die Scheißmission neu machen müssen. Nur weil ich irgendwie am Rumfällen bin. Und das war's. Alles klar. Meine Fresse, ey. Das war jetzt was. Und da weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich alles erzählen konnte, was ich wollte. Aber ich denke mal schon, ich dürfte nichts vergessen haben. Und wir haben 15.555 Rubine. Das ist doch eine sehr nice Zahl. Und Ladesequenzen, ne? Mir ist auch beim Schnitt aufgefallen. Mir ist auch beim Schnitt aufgefallen, dass ich da sehr oft einfach nichts sage. Ich glaube, ich nehme das so für mich. Plus ein Zauberstab-Einsatz pro Stab. Nice. Ich glaube, ich nehme das auch für mich immer so ein bisschen als... kleine Pause, kleine Verschnaufspause.
Nice, paar Pilze bekommen. Was heißt paar Pilze? Von ziemlich... Von jeder Art, glaube ich. Auf jeden Fall 20 von irgendwie 5 verschiedenen. Oder 6 verschiedenen. Also schon sehr krank. Und können wir das überhaupt noch... Können wir das überhaupt noch aufwerten? Scheint jetzt nicht so. Ich würde sonst einfach mal ein bisschen verkaufen. Ja, das behalten wir alles. EP brauchen wir ja quasi nicht mehr. Schaden durch normale Angriffe ist cool. Effekt von Heil-Items brauchen wir nicht. Sprintangriff auch nicht. Das ist ganz okay. Das können wir weghauen. Plus 9%. Ja, okay. Normale Angriffe, Spezialangriff, starke Angriffe. Effekt von Heil-Items. Ja, komm, hauen wir die halt weg. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und ich denke, das war's auch. Ich denke nicht, dass ich da noch großartig irgendwas machen muss. Bevor ich da jetzt wieder so viel Zeit reinstecke, schaue ich mir jetzt lieber nochmal hier die anderen Missionen an. Und sehe mal zu, dass ich hier die Edelsteine zusammenbekomme. Ja, ich dürfte jetzt fast alle haben, oder? Ja, ich brauche nur noch einen Rhodonit. Kriege ich den noch hier irgendwo? Gekauft am besten? Sieht nicht danach aus, ne? Sieht echt nicht danach aus. Was brauchen wir da? Was ist das? Ach, Leunenurkunden, okay. Oh nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Naja. Ich denke, dann machen wir hier noch das Gebiet zu Ende. Und behalten uns... Steuere Warner Boris. Behalten wir uns für das Finale dann für diesen Part auf. Behalten wir uns das auf? Ach, so ein Quatsch, das ist doch kein Deutsch. Das sparen wir uns für das Finale des Parts auf. So. Und beim nächsten Mal können wir dann auch weitermachen mit der Story. Für meinen Channel hätte es wahrscheinlich einfach nur gereicht, die Story durchzuspielen. Was war's dann? Aber keine Ahnung, ich will irgendwie, wenn ich schon ein Spiel zocke, dann will ich auch irgendwie so das große Ganze sehen und auch festhalten. Dass man halt auch hinterher was hat, was man sich vernünftig anschauen kann, was vor allem viele Parts abwirft. Was einfach den Kanal ein bisschen füllt. Wenn das jetzt nur so... Keine Ahnung. Was bräuchte man dann dafür? 20 Parts? Ich denke, 20 Parts sind realistisch. Wenn man einfach nur so 20 Parts hat oder meinetwegen vielleicht sogar noch weniger, vielleicht auch nur 15. Ich weiß nicht, ob ich das so feiern würde. Also ich weiß nicht, ob ich mir damit gerecht werde, ob ich mir selbst damit gerecht werde, ob ich dann mit mir selber zufrieden bin. Ach, scheiße. Dieser Drecksack schon wieder. Der hat ein paar kranke Moves drauf. Und den sollten wir auch nicht unterschätzen. Den kann man noch nicht mal... Den kann man da noch nicht mal treffen. Während man so in der Luft ist. Weil... Also, keine Balken abziehen, meine ich damit. Bei den anderen konnte man ja noch Balken abziehen. Aber bei ihm geht das einfach nicht, oder? Oder war das einfach... Nee, bei ihm geht das nicht.
Nee, es ist dein Ende, mein Freund. Scheiße, er wurde jetzt... Ja, war klar. Ja, komm, dann kriegst du halt den rein. Du Drecksack. Ja, vielleicht jetzt nicht so schlau, weil ich eben keinen Stasis hatte. Aber passt. Passt schon. Mit dem Bombenmodul dann kombiniert. Das war jetzt ein bisschen lucky, dass da das Bombenmodul gekommen ist, weil das scheint ja nicht allzu viel Damage zu machen an den Balken. Was tut er? Also irgendwie ist er hier ein bisschen dümmer als in den anderen Missionen, oder? Ah, jawohl. Nice, dass ich noch Stasis rausbekommen habe. Und damit ist er down. Und das war's schon. Alles klar. Dann wird das heute, glaube ich, sogar ein etwas kürzerer Part. Ja. Wir sind erst 17 Minuten drinne. Wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Je nachdem, wie lange ich am Anfang gebraucht habe, um loszulegen, weil ich muss ja immer die Aufnahme starten und dann erstmal das Mikrofon checken, den Sound checken, ob alles funktioniert. Und dann kann ich loslegen, aufzunehmen. Ist zwar nicht unbedingt nötig, weil es auch so funktioniert, aber es ist besser. Beziehungsweise nicht, weil es auch so funktioniert, sondern weil es in den allermeisten Fällen auch so funktioniert. Aber da, wo es dann nicht funktioniert, da ist es dann umso ärgerlicher, weil man sich dann denkt, ja, hätte ich es dieses eine Mal noch kontrolliert, dann hätte ich jetzt nicht den Part neu aufnehmen müssen oder irgendwie auf irgendeine Datei zurückgreifen müssen, die vielleicht nicht ganz so der Qualität entspricht, die man gerne hätte. Oder da muss man noch mal extra was konvertieren, irgendeine Datei zu einer MP4-Datei zum Beispiel konvertieren oder was auch immer. Oder man hat eben den Part gar nicht und muss dann wohl oder übel noch mal die Mission so machen. Ich glaube, es hat es hier bei mir auch schon gegeben. Im Let's Play von Zeit der Verheerung. Au, Drecksack. So. Nee, das lag nicht an den vollen Herzen. Das macht schon heftig Damage. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was das empfohlene Level für diese Mission ist. Betrug? Was ein Betrug? Er wollte nicht auf das scheiß Auge zielen. Hat man es gesehen? Das hat man safe gesehen in der Aufnahme. Also sowas Lächerliches. Er ist halt immer daran vorbeigesprungen. An seinem Auge. Sowas Dummes. Oh, eine Leune. Was zum Teufel? Nee, entspannt euch mal. Was zum... Ja, jetzt wird's ein bisschen knapp. Jetzt wird's ein bisschen knapp hier. Nicht, weil ich wenige Herzen habe, sondern... Ach, fuck. Weil... Alter, entspann dich mal. Sondern weil es hier einfach eng wird. Was ist das? Link, mach ihn kaputt. Mach diesen Spacken kaputt. Mann. Ich wurde einfach nur eingequetscht. Was zum Teufel?
Greift er irgendwann automatisch an der Leune? Oder bin ich dem zu nahe getreten? Ach, fuck, ey. So ein Drecksack. Nerv jetzt hier nicht. Ah, schade. Ich hab doch genau auf sein scheiß Auge gezielt. Okay, Schmetterangriff können wir machen. Der ist raus. Und ich denke, die Zauberstäbe werde ich mir gleich für den Leunen aufheben. Das war jetzt das Magnetmodul, oder? Ja. Naja, kann ich nichts für. Ja, okay. Der greift anscheinend nach einer Zeit einfach an. Das konnte ich jetzt gerade nicht sehen, dass ich das Magnetmodul benutzen sollte. So. Wir zünden die einfach mal an. Und dann haben wir den nächsten Schmetterangriff raus. Können dann hier uns vernünftig um den Leunen mal kümmern. Und auch vielleicht ein bisschen warten, bis der Hinox da mal ein paar Spirenzien macht. Damit wir ihn easy rausnehmen können. Und er hat jetzt einen richtig dicken Attackenhagel gefressen. Das ist gut, das ist gut. Können beide anzünden, alles klar. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich doch. Lass mich. Hallo. Oh, Alter, ne? Hätte ich jetzt den Schmetterangriff nicht rausbekommen. Das hätte mich so fett aufgeregt. Aber okay, alles gut. Wir haben es geschafft. Au, 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 au. Nein, stopp, 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 stopp. Was ist das? Was ist das? Eis, Kryo, Kryo-Modul. Alles klar, okay, nice. Zweiter Schmetterangriff gegen den Leunen. Und jetzt noch einen dritten hinterher, dann haben wir's. Die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen, sonst geht man am Arsch vorbei. Und ich spamme ihn hier jetzt einfach nur noch zu mit den Effekten. Quasi wie ich in dieser einen Mission mit den Pyromagi zugespammt wurde. Und da haben wir jetzt auch tatsächlich die letzte Leunenurkunde. Oder letzte? Nee, Moment mal. Ich brauchte zwei, oder? Ich glaube schon. Ja, ja, das machen wir schon. Keine Sorge. Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir 5 Diamanten. Holy shit. Okay, also kann ich schön fleißig weiter Diamanten einkaufen. Neben einem Rhodoniten, den wir noch brauchen. So. Damit ist alles klar. Und wir können hier dann die Mission abschließen. Wunderbar! Prüfung von Priester Miss Kiosha wird verfügbar. Was? Prüfung der Steine? Zwei von drei. Okay, okay, okay. Das müssen wir noch machen, oder was? Antike Weisheit. Ja. Alles klar, da bin ich mal gespannt, was das ist. Dann werde ich die... Ja, dann werde ich die letzte Leunenurkunde off-cam holen.
Dann machen wir das hier, dann schalten wir das hier im nächsten Part frei, machen dann das hier auf jeden Fall erstmal, hier Verfolgung der Jägerbande. Und dann geht's, denke ich, auch mal mit der Story weiter. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.